So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Loose. Heute mit mir, dem Crusader, auf der wunderschönen Karte Omaha Beach an einem wunderschönen und sehr interessanten Tag. Und zwar sind wir heute Verteidiger als Amerikaner. Ist ein bisschen merkwürdig irgendwie. Aber, ja, das machen wir jetzt erstmal. Und wir laufen jetzt erstmal richtig schön in den Punkt rein. Oh ja, aber so richtig saftig, ey. So richtig saftig, daftig rein. Geht schon los hier. Wo bleibt der Gegner? Da bleibt der LKW. Ja, der ist voll. Aber zuerst den Fahrer rausgeschossen. Was die Scheiße ist für die Leute. Weil wenn der Fahrer raus ist, fährt auch keiner mehr. Ein paar Mutige haben es überlebt, okay. Ärgerlich, dass ich zuerst den Fahrer erwischt habe. Hatten sie jetzt mal richtig Pech. Den habe ich auch raus. Okay. Warte, jetzt hier kann ich nicht. Also das ist Max hier. Nein, ah, das war dumm. Ich habe zu lange geballert, bis sie die Akku gekriegt haben. Links, ah. Ey, ich habe als erstes den Fahrer rausgeschossen. Ich habe den Fahrer von hier im LKW rausgeballert, das ist so hart. Der LKW war voll und der Fahrer konnte nicht reinfahren. Das ist richtig ärgerlich für die. Aber richtig gut für mich, ey. Ey, links von dir ist einer langgerannt, Totti. Links von dir ist einer langgerannt. Gleich an der Seite irgendwo. Irgendwo beim Ping vor dir. Hab ihn. Entschau nicht. Hier ist Todeszone. Pauli? Hm, ja. Nicht gesehen, der gute Dolly. Ach, ich will nicht, dass seine Seite offen ist, ne? Das fuckt mich ein bisschen ab. Ich finde diesen Modus so unendlich gut, der ist einfach nur geil. Den habe ich gut mit. Von dir ist wieder links einer Grand Tori. Zwei jetzt. Da rein gezimmert. Hier ist ja einfach keine Sau, ey. Ich hatte zwei, die da links rüber gerannt, da rennt noch einer, Tim. Hab ihn. Einmal hier geht er da, ich glaube, das ist zu weit weg. Okay, am Ende der Straße steht noch was. Ich müsste in ihre Todeszone laufen, damit ich noch Kills kriege.
Das ist richtig gut. Es ist einfach richtig gut. Der Gegner muss an. Und wenn ihr zuerst den Fahrer rausschießt, ist so schmerzhaft. So, er rennt halt komplett in den Tod. Es gucken alle Leute in eine Richtung. Der Gegner wird einfach nur zerlegt. Es ist Geht gar einfach nicht. gemein. Es ist einfach gemein. Näher ranrücken, wir müssen das letzte Mal Mauspad weg. Oh mein Gott, es ist als ob man die Lämmer auf die Schlachtbank führt, es ist einfach nur hart, ey. Er legt sich halt hin. Er legt sich halt aufs offene Feld. Oh Mann, ey. Es tut einfach nur noch weh. Es tut nur noch weh. Aber jetzt sieht man mal, wie es mir manchmal in dem kompetitiven Bereich geht, wenn ich angreifen muss. Genauso wie den jetzt geht es mir dann auch. Die haben keine Ahnung, wo ich stehe. Die sehen mich auch erstmal nicht. Und dadurch, dass hier so viele Leute sind und hier so ein Chaos entsteht, so. Nein! Oh, der kommt mir jetzt, weil ich nachladen muss. Das war eben ich, der mal irgendwie durchkommt. Mit dir. Hä? Tim, links von dir ist einer, rechts von dir ist einer aufs Feld gelaufen. Pack, pack, pack auf Ping. Die haben eine Pack gebaut, ich glaube. Mal schauen, ob die mich sehen. Ja, sie sehen mich. Alles klar. Sie haben sich eine Pack gebaut, um mich umzuschießen. Die Schweine. Oh Gott, ey. Die haben sich eine Pack gebaut, um mich wegzuschießen. Ich hatte die Hoffnung, sie sieht mich nicht, aber sie haben mich gesehen. Shit. Oh, geil. Das war gut. Die haben sich die scheiß Pack dahin gesetzt, um mich zu holen. Oh mein Gott. Ah, lang schon nicht mehr so viel Spaß gehabt, ey. Die haben ja auch eine Pack. Aber einer, ein Bunker, klassisch, muss sein in einem normalen Match, dass man sich da irgendwo einen Bunker hinzimmert. Mit der Pack ist aber keine schlechte Idee, um den Punkt möglichst irgendwie ein bisschen frei zu räumen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Das muss ich ihn schon lassen. Das ist nicht so schlecht. Wir haben den feindlichen Tiger auf Enemy Tank Mark. Und eine Pack, die richtig hart in den Punkt reinschießt. Mein Tankmark. Ey, ey! Ey, wie kann. Da ist eben einer über die Mauer gehüpft. Die sind drin jetzt. Scheiße, ey. Mist. Die kommen rein bei uns. Ach, das ist echt schade. Ich hatte jetzt in 10 Minuten 29 Kills und jetzt direkt vorbei. Jetzt rusht da gleich einer voll durch und ich habe mein OP erst wieder ready in 100 Jahren und. Ach, die pushen jetzt voll den Punkt von vorne. Müssen jetzt ganz schnell wieder rein. Der OP ist weg, da ist einer über die Mauer gewoltet. Kommt auch nicht mehr wieder. Erstmal. Na gut, das Fenster kriege ich hier nicht mehr. Da steht schon einer. Da muss ich halt reinrennen in den Punkt. Ist nix.
Nein, 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 komm schon. Bitte, wenn es geht, mal ein bisschen schneller. Boah, ja, ja. Ei, ihr müsst da pushen, sie kommen sonst rein. Oh, wow. Der baut ein OP vorne an die Wall. Der wollte da gleich wieder rüber. Ganz vorne im Punkt an der Steinwall, da sind welche. Das ist jetzt beinahe schon was für eine andere Waffe. Für die Thompson, das ist nämlich viel zu nah und damit würde ich einiges mehr Druck machen, weil ich schneller schießen könnte. Bin OP. Ich crosse bitte, er schießt mich nicht. Oh, das war knapp. Sehr gut. Sehr schlecht. Ja, unsere Garni hinten blinkt, das ist nicht so gut. Wieso hat eigentlich noch keiner eine Garni am Punkt gebaut? Ich baue mal eine. Weil die hier alles für Bunker raushauen. Muss hier zu viel abfangen gerade. Die rennen gerade hier gut rein. Von Minion kommt jetzt erstmal. Hä, hey, von links hinter mir auf der Straße. Oder soll ich mir selber meine Notes bauen gehen? Nee, sorry, geht jetzt gerade los. Also niemand mehr schicken. Leg's mal zwei Stacks, damit ich mir was machen kann. Ich kann kein Fahrrad. Geil, Sechster. Hast du ihn gesehen? Ja, wir haben uns getradet. Ja, jetzt werden die wahrscheinlich noch weiter zusammengeschossen. Nein, ah, den habe ich gerade noch gesehen, die Klamotte. Ja, ich war fokussiert auf den hinteren. An der Außenseite stehen welche dran. Nicht an der südlichen, sondern an der nördlichen Außenseite. Also da, wo das MG ballert. Da sind welche close dran. Krass, dass es immer wieder doch noch Leute an den Punkt ran schaffen. Ich habe gerade Besuch und Gegner mit einem Hardkill gekriegt. Unverschämtheit. Das kann nicht sein. Nein! Hä, was denn jetzt schon wieder? Da fährt ein Puma in den Punkt. Ist jetzt im Punkt drin. Habe ich wenigstens einen irgendwie mitgenommen? Ja, einen habe ich durch den Nate irgendwie noch erwischt. Ja, da brauchen wir jetzt einen Panzerfaust. Feindlicher Angriff auf meinen Ping. Truck sehe ich, der schlägt von uns zum Panzer. Tiger. Hat gerade meinen OP erwischt. Mein OP ist tot. Ich muss gleich einen neuen ziehen.
Das dürfte eigentlich nicht gehen, oder? Nö. Gut. Wusste ich gar nicht, ob das jetzt geht oder nicht. Dürfte nicht spawnen können, die Panzer sind da zu close dran. Ah, ich sehe da rein gar nichts. Ach komm schon. Ja, meiner. Einer habe ich nicht gekriegt, weil ich so missaimt habe. Ja, ja. Muss mal die Heizung anstellen. Ja, ich nehme meine Hand nicht an der Tastatur. Okay, das muss ein bisschen weiter runterschieben. Na gut, scheint die Gegner ja hin zu jucken, ob ich meine Hand habe oder nicht. Okay. Oh, der hat sich anscheinend gemerkt, wo ich stehe. Der war jetzt gar nicht mal so langsam. Und da habe ich easy peasy mal schnell irgendwo weggepikert. Ja, Pikachu. Kann ich zum Pika Pika Pikachu.
Gelbe bzw. Welcome Raphael. Ja, hier steht ein feindlicher Tiger am Punkt. Der fährt hier vor uns zurück, ist relativ solo und wir haben hier keine Anti-Tanks oder Special Boys. Nein, ach komm. Der hatte Bock drauf. Also 60 werde ich hier wahrscheinlich noch hinkriegen, dann wird die Runde aber vorbei sein. Ihr seht, dass die Offensive-Karten, wenn man sie nicht gut balanced, echt schwer sind und echt hart, fast unmöglich für den Angreifer das irgendwie zu machen. In two tanks, okay. Nein, ach Scheiße. Ich wusste, dass da sind Steps. Er wird von einem Tiger gedeckt. Man. Gut. Da steht der Tiger. Da muss ich jetzt nicht reinrennen. Oh, da ist der Infanterist hinter mir. Der ist schon im Punkt drin und es hat einfach keinen reinrennen Sinn. Wer ist denn das? Ich glaube, der ist der Einzige, der mich jetzt zweimal getötet hat. Rumini. Ja, das mit dem OP habe ich mitbekommen. Ja, das weiß ich auch. Ein Mann, der da reingerannt ist. Der ist über die linke Seite gekommen, wo der Tiger steht. Wir haben einen feindlichen Tiger, der ziemlich Druck auf den Punkt macht. Der steht südlich auf der Straße. Aufklärer zeigt den hier jetzt. Los. Ja, ich habe sie nochmal freigekriegt. Oh nein, zu viel Infanterie. Sie sind direkt im Compound. Wir müssen jetzt mit Rauch arbeiten und da wieder uns reinfighten. Die sind drin. Wir müssen mit Rauch arbeiten und uns reinfighten. Der Gegner wird hier vielleicht nochmal cappen, wobei die Garni ist frei. Weil der Typ oben nicht mehr am Fenster steht. Ist wieder voll. Egal, ich bin ja eh jetzt stationiert hier beim OP. Smoked einfach die Windows ab, damit ihr dann da rankommt, dann liegen die auch in der Setsche. Nein, der steht in der Windowscheibe. Scheiße. Oh, ich wurde schon geteamkillt. Mist. Der steht, die stehen am Fenster da und aimen uns ab. Wir müssen zusehen, dass wir irgendwie da rüberkommen jetzt wieder. Nehmt eine Satchel mit, bringt die an die Mauer. Wer kann Satchel von an die Mauer anbringen? Da, wo die Garni steht. Einfach an unserer eigenen Garni eine Satchel placen. Dann haben wir es wieder. Will jemand so nett, den mal zu markieren? Marker ist doch schon drauf. Besser geht's nicht.
Also im Süden jetzt. Durchgesmoked, drei Stück sind schon drauf, die gehen gleich auf. Jetzt sind sie offen. Oh, schießt ein Panzer da oben ins Haus rein, ey. Übel. Übel. Übel, übel, übel. Vielleicht möchte sie, dass du nach hinten gehst. Warum ist das alles scheiße? Ich verstehe das nicht. Ist doch alles gut. Wir brauchen keine Bombstrikes. Das ist alles cool. Alter, der Tiger steht da ja immer noch, ey. Nice. Aber ich habe einen mit der Handgranate erwischt, das ist schon mal ganz gut. Der Rumini hat mich dreimal getötet. Nicht schlecht, Rumini. Du hast als einziges anscheinend Köpfchen gehabt und bist an der richtigen Stelle gut durchgepusht. Ja. Gut, die Runde ist damit vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns auf jeden Fall garantiert beim nächsten Mal. Nein, ach, wieder eine Spielhandgranate kann auch nur Klo. Alles explodiert hier nur. Kills durch Handgranaten en masse. 64 Kills jetzt in 30 Minuten. Ist, war eine nice Runde. Kann ich anders sagen, hat Spaß gemacht. Vielleicht kriege ich ja nochmal irgendwie einen rein, indem ich hier nochmal schnell irgendwie eine Handgranate irgendwo hinschmeiße. Hier quer einmal rüber oder sowas. Ja, das hätte jetzt nochmal einen getötet, der da links am Eck stand. Ganz cool. Ich habe jetzt hier 64 zu 18. Eine ganz gute Runde für mich. Ich promote mal den guten alten Tim. Verabschiede mich für heute. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.